Hi, schön, dass du dabei bist. Die heutige Frage lautet: Hat Gott Corona geschickt? In der Vorbereitung hat mich das echt Nerven gekostet, die Frage zu beantworten, aber schau es dir selber an. Hi, ich bin Sabrina und ich bin Pfarrerin und beantworte deine Fragen. Hat Gott Corona geschickt? Auf diese Frage antworte ich mit einem entschieden Nein, um Gottes Willen, nein! Ist Gott für das Leid, das Corona verursacht, verantwortlich? Da ist die Antwort schon komplexer und wir nähern uns der Antwort so ganz, ganz vorsichtig. Wenn Gott die Welt gemacht hat, dann kann es ja durchaus sein, dass Gott auch das Leiden gemacht hat oder dass Corona sozusagen ein Planungsfehler war oder ein Unfall. In den frommen Kreisen würde es sofort heißen, ja, genau so ist es. Gott hat Corona geschickt als Strafe und für unsere Sünden, für das, was wir ja, negativ sozusagen machen. Anyway, die Frage ist ja schon älter als Covid-19. Hat Gott das Leid in die Welt geschickt? Hat Gott die Pest geschickt? Wenn es Gott gibt, woher kommen dann überhaupt diese ganzen Übel in der Welt? Dafür gibt es 4 Antworten. Gott könnte das Leid verhindern, tut es aber nicht, dann ist Gott böse. Gott will das Leid nicht und es passiert trotzdem, dann ist er schwach. Gott könnte das Leid weder verhindern, noch will er es tun, dann ist Gott böse und schwach. Oder Gott will das Leid nicht und könnte es verhindern, warum gibt es dann das Leid? Bereits in der Antike haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht, über die Ursache des Leids. Aristoteles zum Beispiel. Heutzutage wissen wir eben, woher der Virus kommt. Wir können das bestimmen, wir können was sagen. Und das Gute ist natürlich, dass die Wissenschaft darauf eine Antwort hat, nämlich in Form von einem Impfstoff. Und dass die Wissenschaft es geschafft hat, dass wir, hey, digitale Medien haben. Wir müssen uns nicht zu Hause langweilen und wir können Freunde anrufen. Ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, Ludwig Wittgenstein, hat dazu einen wunderbaren Satz gesagt. Wenn alle wissenschaftlichen Fragen geklärt sind, sind unsere Lebensprobleme noch nicht berührt. Was er damit sagen will, ist, selbst wenn alle Fragen geklärt sind, wissenschaftlich geklärt sind, kommen wir noch nicht mal an unsere Probleme ran. Also es ist einfach noch alles. Unsere Lebensprobleme sind trotzdem ungelöst. Und jetzt sitzen wir hier im 21. Jahrhundert und wir haben immer noch keine Antworten auf genau diese Fragen. Und jetzt ist auch noch Corona, logisch. Schauen wir mal in die Bibel, ob die Bibel uns an der Stelle weiterhelfen kann. In der Bibel bekommt man schon manchmal den Eindruck, dass da Gott strafen möchte, ja? Und dann gibt es noch diese abgefahrene Geschichte von Hiob. Der sitzt total in der Scheiße, obwohl er der gerechteste Mann überhaupt ist, ja? Gott geht quasi eine Wette mit dem Teufel ein und sagt, hey, hey. Ja, Hiob, das ist der Gerechteste unter den Gerechten und er lebt so fromm. Klar glaubt er an mich, egal wie schlecht es ihm geht. Ja, super Geschichte. Problem ist, Hiob widerfahren super schlechte Sachen. Irgendwann reicht es Hiob und er ruft zu Gott und sagt, hey Gott, warum tust du mir das an? Und Gott gibt ihm eine Antwort, die übrigens keine Antwort ist. Haha. Warst du dabei, als ich die Welt gemacht habe? Weißt du, wie schlecht es eigentlich ist? Das ist keine Antwort. Gott gibt sozusagen Hiob zu verstehen, dass es auf diese Frage, warum sowas ist, es keine Antwort gibt. Sehr unbefriedigend, finde ich zumindest. Also, die Bibel gibt keine Antwort. Nämlich, wenn es heißt in dem Psalmen, dass Gott mich verlassen hat, gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass man zu Gott rufen kann. Hiob erfährt auch, dass er zu Gott rufen kann in all seiner Not. Und Hiob wird ja am Schluss dann reich beschenkt und bekommt alles 10-mal tausendfach zurück. So müssen wir eher die Frage ändern, weil die Frage uns nicht weiterbringt. Ja? Das ist ein bisschen so, als würden wir fragen, hey, welche Farbe hat die Uhrzeit 9.30 Uhr? Weißt schon, das führt weg, aber so ungefähr läuft die Frage, die bringt uns halt so nichts. Neue Frage. Wie gehen wir mit dem Leid, das durch Corona da ist, um? Wir können unseren ganzen Mist auf Gott werfen. Egal, wie groß unser Misthaufen ist, Gott nimmt ihn auf. Und Gott weiß, wovon wir letztlich sprechen. Gott ist der, der ja auch gelitten hat am Kreuz. Zusammenfassend, hat Gott Corona geschickt? Nein! Ist Gott für das Leid durch Corona verantwortlich? Die Frage führt definitiv in die Irre und kann nicht beantwortet werden. Worum geht es also
bei der Frage. Eher, wie gehen wir mit dem Leid um, das uns passiert? Und da ist das Coole, Gott gibt uns ein bisschen eine Hoffnungsperspektive, weil wir genau in diesem Leid zu ihm rufen können, wie in dem Psalmen. Ja, Gott, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich verlassen bin von dir und trotzdem rufe ich zu dir. Und wir haben hier ja jetzt auch einen Hoffnungsschimmer, zwar einen klitzekleinen, aber der ist da. Wir hoffen natürlich, dass es ganz schnell besser wird und dass wir aus diesem ganzen Corona-Mist rauskommen. Und in dieser ganzen Zeit hat Gott uns durch die Bibel eine Sprache gegeben, wie wir unsere Ohnmacht in Worte fassen können, unser Zweifeln. Und das ist doch eigentlich auch ein schönes Geschenk. Wenn du noch weitere Fragen hast, stell sie mir unten in den Kommentaren oder auf Instagram. Und natürlich vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis bald. Ciao.